Die Rede hat mir sehr gut gefallen. Martin Schulz hat hier wirklich den Saal gerockt und er hat klar gemacht, auch ganz konkret, was für ihn bedeutet soziale Gerechtigkeit. Und besonders hat er diejenigen in den Mittelpunkt gerückt, die in der sogenannten Rush-Hour leben. Die Familien, wo Mütter und Väter berufstätig sind, wo sie sich um Kinder kümmern, oft um die pflegebedürftigen Angehörigen. Und er hat deutlich gemacht, dass wir gerade diejenigen besser unterstützen müssen mit mehr Angeboten in der Pflege, aber zum Beispiel auch mit kostenfreier Kita.